Ja, das ist jetzt der Siegerpokal von Lienz 2013. Ja, generell Lienz war ein sehr gutes Pflaster für mich. Ich habe da viermal gewonnen. 2013 war mein letzter Weltcupsieg und gleichzeitig der 35. Slalom-Weltcupsieg. Das war damals Weltrekord. Und 2009 habe ich in Lienz meinen Comeback-Sieg gefeiert, nach meiner schweren Unterschenkelverletzung. Es war das vierte Rennen damals und habe das Rennen dann mit eigentlich Respektabstand von fast 2 Sekunden für mich entscheiden können. Und ja, war natürlich ein Irrsinnsgefühl. Erstens das Gefühl am Start, das ich vor dem zweiten Durchgang gehabt habe, dass ich gewusst habe, das passt. Was ich mir immer gewünscht habe während der langen Zeit, wo ich verletzt war, das Gefühl einfach wieder mal zu haben, die Gewissheit wieder zu haben und den Fokus wieder zu haben. Und das war einfach da wieder da. Das war eigentlich das Erste, was mir einfällt. Und das Zweite natürlich dann der sensationelle Sieg. Und damit habe ich quasi so meine zweite Karriere wieder gestartet. Ja, wir haben ja einen Trophäenschrank und da sind natürlich die wichtigsten oder die emotionalsten Trophäen, so wie diese auch drinnen. Ja, und die macht so.